Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt haben wir ein technisches Thema und vielleicht ist das sogar etwas, was die Herzen der Herren jetzt höher schlagen lässt. Denn bei mir ist jetzt Hendrik Kappelhof von der Firma Gartentechnik Münsterland aus Greven. Wir haben beschlossen, dass wir uns duzen, weil ich jetzt, ne, irgendwie ist das hier alles, sind wir so eine große Familie auf Burghölzer. Neue Medien, neue Messen. Also mein Name ist Hendrik Kappelhof von Gartentechnik Münsterland. Ich freue mich natürlich, wie auch in den Vorjahren, wo wir hier immer schon mit ausgestellt haben, auch bei dieser neuen Messe mit dabei zu sein. Auch diese neuen Medien zu testen, ist für uns auch Neuland, muss ich sagen. Wir kennen die Messen eigentlich auch nur wie auf der herkömmlichen Weise und freuen uns wirklich, mit dabei zu sein. Ja. Heute mal per Video und nicht in echt, aber schon bald möglicherweise wieder auf der nächsten Gartenträume oder Winterträume. Seid ihr auf der Winterträume-Messe auch? Nein, wir haben bislang immer die Gartenträume bevorzugt im Frühjahr zu Pfingsten hier auf Burghölzhof mit einem sehr schönen Ambiente und waren auch immer sehr gut zufrieden und haben, glaube ich, viele Interessenten mit Informationen versorgt und natürlich auch das Interesse geweckt von unseren Produkten. Und Winter ist wahrscheinlich auch nicht so die Zeit, wo hier so ein kleiner Freund immer durch die Gegend fährt, oder? Irgendwann hat er seine Winterpause oder fährt er jeden Tag auch im Dezember? Nein, die haben schon ihre Winterpause. Das heißt aber nicht, dass wir dann auf der faulen Haut liegen, sondern dann kommen viele der Geräte zurück und wir bieten auch natürlich im Nachhinein den entsprechenden Winterservice an. Die Geräte werden gereinigt, werden am PC angeschlossen. Wenn von der Software her entsprechende Updates zur Verfügung stehen, werden diese mit aufgespielt, es kommen neue Messer drunter. Und die Geräte gehen dann an die Kunden zurück oder wir lagern auch die Geräte entsprechend ein, um sie wieder für den nächsten Frühjahrstart direkt startbereit zu haben, damit sie dann wieder mit voller Freude an die Arbeit können. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, es geht um Mähroboter. Denn die Firma Gartentechnik Münsterland hat ein absolutes Kernthema, kann man sagen. Und das sind Akkugeräte und insbesondere Mähroboter. Da kennt sich der Herr Kappelhof megamäßig gut aus. Ja, wir dürfen uns, glaube ich, schon als Mähroboter-Experten bezeichnen. Das ist auch der Status, der von Husqvarna für die Vertriebspartner, speziell für die Mähroboter, vergeben wird. Wir machen nicht nur die Schulung von Husqvarna und informieren uns über diese Produkte. Wir gucken natürlich auch, wie das Marktgeschehen ist, was wird am Markt gefordert, was gibt es am Markt. Das, was es nicht gibt, da füllen wir auch selbst schon mal die Lücken, haben so einige innovative Produkte. Zu Beginn fing das an mit den Verlegegeräten, die gab es da noch gar nicht am Markt. Da war das noch relativ einfach und das Kabel wurde vielfach auf den Rasen gelegt. Die ersten Geräte haben wir uns dann wirklich selbst gebaut. Mittlerweile gibt es auch da gute Geräte am Markt, die wir natürlich dann auch darauf zurückgreifen. Weitere Produkte haben wir natürlich von den Garagen her entwickelt. Das wäre einmal die normale offene Garage. Das ist eine Garage, die ihr erfunden habt oder ihr baut auch. Genau. Das ist eine Garage, die wir so konstruiert haben und designt haben, möchte ich mal sagen. Wir haben auch dieses Design entsprechend geschützt. Auch eine weitere Funktion hier drin ist nochmal mit einem Gebrauchsmuster geschützt, damit wir auch wirklich einzigartig uns am Markt darstellen und eben unsere besondere Ideen und diese Herausforderungen, die von den Kunden gestellt werden, auch wirklich gerecht werden können. Das heißt, das hier ist was ganz Besonderes. Das leuchtet nämlich, es braucht nur ein ganz kleines bisschen Tageslicht, nicht mal Sonne, und dann leuchtet das. Das heißt, es ist nicht nur was Praktisches, was den Roboter quasi dem Hundehütte ist, dem Roboter hier die Roboterhütte, kann man ja fast sagen. Aber das ist eben mehr als das. Es ist eben auch ein wunderschöner Dekogegenstand, der richtig schön leuchtet. Da kann ich mir die Farbe des Leuchtens sogar aussuchen. Ja, wir haben dort verschiedene Farben im Programm. Für viele ist das natürlich das Männerspielzeug, was gerne dann irgendwo das besondere Augenmerk natürlich auch auf den Mähroboter legt. Und wir bieten dort vom Topping her verschiedene Farben an. Natürlich auch dezentes, edles Schwarz. Auch komplett durchgängig in Aluminium, wo es noch ein bisschen robuster ist, was auch bei spielenden Kindern vielleicht nochmal ein Vorzug wäre.
Diese Komponenten könnten aber auch im Nachhinein ausgetauscht werden. Also die ganzen Produkte, die wir dann eigentlich selbst konzipiert haben, entstehen eigentlich wirklich aus der Praxis. Die sind nicht am Schreibtisch auf dem Blatt Papier entstanden, sondern wirklich, ich installiere selber auch viele Geräte, kenne die Problematiken, die auftreten, was gibt es nicht, was wünschen die Kunden, wo treten nach 2-3 Jahren die Fehler auf. Und deswegen, glaube ich, können wir uns nach den Jahren mittlerweile schon als Mähroboter-Experten bezeichnen und haben da ein entsprechendes Repertoire im Programm. Und es gibt sogar Dächer, die mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind. Also die leuchten dann auch im Winter, wenn mal ganz dunkel ist, oder? Ja, zumindest in den Abendstunden. Im Winter sitzt man weniger auf Terrasse. Wenn, dann ist es eigentlich für den Sommer, wenn es dann wirklich ganz dunkel ist, dass man optional zu dieser Garage eine LED-Beleuchtung mit einbaut. Das hat natürlich nochmal den besonderen Effekt. Es gibt unterschiedliche Geschmäcker, aber wir versuchen natürlich jeden Bedarf zu decken. Das entwickelt sich dann also im Laufe der Zeit. Auch solche Ideen wie LED oder sowas, ne? So eine Idee, die entwickelt sich dann und dann baut ihr sowas einfach. Ja. Um den Kunden, um das, was der Kunde auch so mitbringt oder was ihr so im Laufe des normalen Installationsvorgangs oder des Wartungsvorgangs so rausbekommt, um da einfach euch immer wieder inspirieren zu lassen und was Neues draus zu bauen. Nun ist das ja eine offene Garage, ne, kann man sagen. Das schützt ja den Mähroboter nicht vor Diebstahl beispielsweise oder vor Kindern, wo er vielleicht geschützt werden muss. Aber es gibt seit ein paar Jahren auch was Neues, nämlich... Ja, wir haben auch eine patentierte vollautomatische Garage, die von dem Mähroboter gesteuert wird. Das heißt, die Garage wird beim Starten des Mähroboters automatisch geöffnet und wenn der Mähroboter wieder reinfährt, automatisch geschlossen. Das ist natürlich eine Garage, die schon ein bisschen aufwendiger ist und findet vielfach Anwendungen im gewerblichen Bereich, im kommunalen Bereich. Die Mähroboter haben mittlerweile nicht nur die Privatgärten erobert, möchte ich mal sagen, sondern wir finden Einsatzgebiete, die auch weit über 10, 12, 15 oder 20.000 Quadratmeter hinausgehen. Und da sind die Ansprüche, wenn ich mit Personal rechne, natürlich andere als im Privatgarten. Das ist in der Übergangszeit der Frost zum Beispiel. Auf Gewerbeflächen fährt kein Personal eigenständig raus, um die Geräte reinzuholen. Im Privatgarten nimmt man das Gerät vielleicht abends mit, weil es ein bisschen kühler wird. Das sind einfach ganz andere Betrachtungswinkel. Genauso ist die Thematik dann Thema Sicherheit, was Diebstahl, Vandalismus anbetrifft, dass die wirklich komplett verschlossen sind. Ein weiterer Punkt ist das Thema Sicherheit. Wir haben diese Garagen im Einsatz auf Kitas, wo die Kinder nicht an diese scharfen Rasierklingen ran dürfen. Das heißt, die Geräte stehen tagsüber komplett verschlossen und kommen abends, wenn die Kinder schlafen, aus ihren Häusern gefahren und machen die Arbeit, sodass die Kinder am nächsten Tag wieder bedenkenlos spielen dürfen. Die Garage kann man auch nicht irgendwie abheben oder so, wie eine Hundehütte manchmal hochheben kann. Die sind fest verankert. Die sind dann schon fest verankert und stehen da wirklich stabil. Man kann sogar, die sind so stabil, dass man auch mit 2 Leuten drauf tanzen kann. Man könnte jetzt auch natürlich diese Garagen dekomäßig als Sitzbank oder sonstiges oder als Gabionen, wie auch immer. Da ist natürlich dann bei vielen nochmal die Kreativität gefragt. Auf jeden Fall bietet diese Garage dann vielfach Gestaltungsmöglichkeiten, um das Ganze auch dezent irgendwo in den Hintergrund zu bringen. Dann haben wir eben schon gesprochen über die Kabelverlegung. Das hier ist so ein klassisches Begrenzungskabel, so wie man es normalerweise heute so hätte. Das wird also gebraucht, damit der Roboter nicht ins Beet reinfährt. Und sowas verlegt ihr auch. Das ist so ein klassisches Kabel. Genau. Das ist ein klassisches Kabel. Es kommt dann eben natürlich auf sehr viele Details an bei der Installation. Da haben wir natürlich im Laufe der Zeit wirklich so ein Auge für bekommen. Da gehört unter anderem das Kabelmaterial mit dazu, was verwendet wird. Da gibt es unterschiedliche Ausführungen und da wissen wir dann einfach, wo welches Kabel auch wirklich sinnvoll ist. Das ist dieses häufig verwendete normale Kabel für den Privatbereich. Ist da Strom drauf dann oder wie funktioniert das?
Nein, da ist kein Strom drauf. Das ist vielleicht ja auch das Schlechte. Da können natürlich schon mal an Problemstellen die Wühlmäuse dran arbeiten oder sonstige Nagetiere, vielleicht auch die Kaninchen, die unbedingt da ihr Häuschen bauen wollen. Mhm. Für solche Zwecke gibt es mittlerweile... Das ist die bessere Version oder die nagetiersicherere Version. Die ist deutlich dicker. Was ist da in der Mitte? Es sieht so aus wie das andere Kabel fast. Genau, das ist jetzt eigentlich das herkömmliche Kabel, was wir in dem Kern haben. Außen rundherum ist nochmal ein massiver, eine richtige Gummiummantelung wie bei einem Außenkabel, wie man schon von der Elektrik her kennt, um da auch wirklich die Sicherheit des Kabels zu gewährleisten. In diesem Außenmantel sind auch nochmal Bitterstoffe, um dann den Nagetieren wirklich den Anreiz möglichst, abzuwenden. Ah, das schmeckt also nicht mehr so gut. Nee. Und das hält wirklich deutlich, deutlich besser in solchen Situationen, aber man kann zu euch kommen und dann kann man, ihr guckt euch die Situation an und überlegt dann, welches Kabel am sinnvollsten ist. Man muss also nicht in jeder Situation so eins von diesen hochwertigen, ummantelten Kabeln nehmen. Nein, wir legen natürlich großen Wert dann auch auf eine entsprechende Beratung. Wir verkaufen jetzt nicht nur reine Kartonware, sondern wir beraten natürlich auch die Kunden. Das fängt an von einer Online-Beratung, wo wir uns die Flächen schon mal online angucken, über ein frei zugängliches Programm. Wir können die Flächengröße ausmessen, wir wissen, worüber wir sprechen und können daraufhin eigentlich schon mal die ersten Auskünfte geben, eine grobe Preisrichtung und dann entsprechend weiter ins Detail gehen. Und dann natürlich auch Problemstellen gegebenenfalls nochmal vor Ort ansprechen, wenn wirklich intensiver Wühlmaus-Andrang sozusagen auf den Flächen ist, dann macht es natürlich Sinn, dieses Kabel zu verwenden. Mhm. Im professionellen Bereich ist es natürlich auch ähnlich, dass man da gerne auf dieses professionelle Kabel drauf zurückgreift, weil es sich sehr häufig dann um große Flächen handelt. Zum Beispiel Fußballplätze, wo eventuell nochmal mit Stollen wirklich draufgelaufen wird. Im landwirtschaftlichen Bereich kommen wir teilweise Flächen, wo dann mit den schweren Maschinen nochmal drüber hergefahren wird. Und da ist einfach ein bisschen massiver, sicheres Kabel schon von Vorteil. Jetzt hast du mir verraten eben, das ist noch ziemlich inoffiziell, aber wir dürfen ein bisschen, dürfen wir Ihnen schon einen Ausblick geben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil eventuell braucht man in Zukunft so ein Kabel gar nicht mehr, sondern das geht dann irgendwie alles über GPS. Das ist aber noch ziemlich geheim, ne? Ihr testet auch schon Anlagen. Husqvarna ist der Weltmarktführer von Mährobotern, oder zumindest der Marktführer, Marktführer darf man sagen. Also aus Schweden kommt das, ne? Kommt aus Schweden, feiert dies Jahr das 25-jährige Jubiläum. Und Glückwunsch. und wir sind stolz darauf, bei den Tests dieser Geräte, die dann wirklich ohne Kabel laufen, wo wir natürlich völlig neue Möglichkeiten haben, mal einzelne Flächen im Garten auszunehmen, für bestimmte Bereiche unterschiedliche Schnitthöhen einzustellen. Ich könnte mir auf meinem Firmengelände durch die unterschiedlichen Schnitthöhen mein Logo reinschneiden lassen und täglich pflegen lassen. Und davon gibt es 28 Anlagen in Deutschland, die für dieses Jahr ausprobiert werden. Und wir sind mit dabei. Also das kommt dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr wahrscheinlich auch mal auf den Markt, GPS-gesteuerte Mähroboter? Oder wann rechnet ihr damit? Also die Geräte gehen noch diesen Monat an den Start. Jetzt ganz frisch. Aber marktreif für das kommende Jahr vorgesehen, ja. Aha, das heißt also spätestens nächstes Jahr, wenn ihr hier seid, ne, auf der Gartenträumemesse in Pfingsten, dann hier auf Burg Hülshoff, dann kann man tatsächlich die GPS-Geräte sich schon richtig vor Ort bei euch angucken. Ich hoffe, dass die technische Entwicklung und Corona natürlich auch da keine Bremse reinlegt und so wäre der Plan. Ich bin schon sehr gespannt, ne? Also wie gesagt, ab wahrscheinlich nächsten Monat schon die ersten Sachen im Handel. Spätestens nächstes Jahr hier auf Burg Hülshoff kann man die Geräte dann sehen. Natürlich bei euch zwischendurch sich im Geschäft bei Gartentechnik Münsterland auch immer wieder mal informieren, vorbeikommen, sich beraten lassen, informieren. Und das ist der Mann, der sich damit am besten auskennt, ne? Henrik Kappelhoff. Übrigens, Kappelhoff, ne, ist der ursprüngliche Geburtsname von Doris Day, falls Ihnen der Name was sagt. Ne, die kommt nämlich hier aus der Gegend, zumindest die Großeltern, glaube ich.
Ja, meine Frau heißt auch Doris. Also ist nicht wahr? Ja, wirklich. Und Doris Day kommt aus Gronau und von daher schreiben wir Geschichte. Ein bisschen 50er, 60er Jahre Feeling. Ist jetzt absolut am Thema vorbei, aber ist mir auch mal ganz recht, oder? Das macht mir ein Kappelauf auch Spaß. Doch, finde ich gut. Auf jeden Fall. Wir kennen die Thematik. Wir bringen es selber gerne mal an. Ja. Aber mehr als der Name ist dann auch nicht geblieben eigentlich. Nicht? Aber die Haare sind nicht blond genug, ne? Von deiner Frau wenigstens? Nein. Okay, jetzt sieht man das nochmal von unten, so ein Mähroboter, wie der eigentlich drunter aussieht. Meistens sieht man das ja so nicht, ne? Das ist das Messer. Nein, das ist eigentlich nochmal zum Schutz vor Tieren, kleinen Kindern, beziehungsweise Holz, was eventuell auf dem Rasen liegt, oder Obst, wo der drüber herfährt. Das eigentliche Messer liegt hier hinter. Da sieht man so ansatzweise diese Rasierklingen, die dann den Rasen mähen. Es ist für viele kaum vorstellbar, dass man damit dann 5000 Quadratmeter schafft, aber es funktioniert. Und der 5000 Rasen schafft so ein Roboter tagtäglich? Also dieses Modell ist jetzt für den privaten Mann für 600 Quadratmeter ausgelegt, aber eine ähnliche Größe mit einem Messerteller geht dann bis zu 5000 Quadratmeter. Und danach werden die Geräte in Kolonnen quasi, wo mehrere Geräte parallel laufen, eingesetzt, um diese Größen abzudecken. Und der Rasen wird wie mit der Nagelschere geschnitten. Das ist ein Arbeitsaufwand, den sich sonst eigentlich keiner wünscht. Aber das Gerät hat nun mal keine andere Wahl. Dafür ist es da und das macht es perfekt. Der Unterschied zwischen den Robotern, die mehr können, und also die mehr Fläche machen, und denen, die weniger, ist wahrscheinlich überwiegend der Akku, ne? Die Akkuleistung, die Ladeleistung von der Station und auch in geringer Weise der Messerteller, den wir hier sehen, der zwischen 17 cm und 24 cm variiert. Mhm. Ah ja. Ein weiterer Unterschied ist nochmal die Fahrgeschwindigkeit bei dem Großen. Die fahren mit einer höheren Geschwindigkeit, um die Fläche auch wirklich zu schaffen, und haben Näherungssensoren. Das heißt, wenn ein Hindernis kommt, in Sichtweite ist, bremsen die ab auf die normale Geschwindigkeit, damit die nicht so fahren wie meine Frau. Sie wird sich sicherlich freuen, das zu hören. Nein, das macht sie ganz gut. Das ist einfach nur, damit das Ganze ein bisschen eleganter aussieht. Ja. Und hier sieht man das eigentlich ganz gut, dass wir wirklich nur diese kurzen Klingen, die rausschauen, und somit der Sicherheitsfaktor gegeben ist. Und die Flächen, auch auf öffentlichen Flächen, dürfen diese Geräte eingesetzt werden. Und auch im Privatbereich natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Igel ist häufig auch so ein Thema, um da alle möglichen Verletzungen auszuschließen. Mhm. Wir können das Ganze mal in Betrieb nehmen. Eigentlich geht das nicht. Wir haben die Anlage hier nicht fachgerecht installiert. Aber es fehlen die Kabel, ne? Es fehlen die unterschiedlichen Kabelvarianten. Aber als Experte haben wir natürlich auch die Möglichkeit, sowas mal für spezielle Fälle zu demonstrieren. Das können wir mal machen, um einfach mal die Geräuschkulisse auch darzustellen. Ich werde das mal starten. Jetzt brauchen wir natürlich gerade, jetzt sind wir schon rausgegangen. Das ist mit Pin sogar. Ah, jetzt muss ich in den. Das darf man jetzt nicht unbedingt schneiden, würde ich sagen. Es ist gar nicht einfach. Ich glaube, man muss schon ein bisschen studiert haben. Zumindest die Bedienungsanleitung. So, mit dem Schließen setzt sich der Mäher dann auch in Bewegung und der fängt auch tatsächlich an zu mähen. Allerdings jetzt ohne Limit, keine Grenzen. Ich höre nichts. Jetzt hören wir das Messer. Und wie wir hören, hören wir nichts. Vollkommen leise. Ich höre nicht. Das ist quasi der Mähmodus. Genau. Ist ja irre. Da schmeckt auch noch das Bier oder eine Tasse Kaffee mit dazu. Und man fühlt sich nicht großmächtig gestört.
Der fährt jetzt immer geradeaus, bis ein Hindernis kommt. Der fährt schon mal nach Hause, dann brauchen wir den nicht wieder mitnehmen. Ich hoffe, ich habe die Richtung getroffen. Werden die eigentlich häufiger geklaut auch? Nein, also wir haben hier speziell auf Burg Hülshof schon mal mit den Polizisten, die teilweise ja auch hier rumlaufen, auf den Ausstellungen gesprochen. Und selbst denen war bislang noch kein Fall bekannt über Diebstahl. Mittlerweile ist es auch kein großes Problem, diese Geräte zu versichern. Die sind eigentlich schon in der Hausratversicherung, in den Außenversicherungen mit drin. Und von daher ist das eigentlich kein großes Thema mehr. Mhm. Ja, dann kann der nächste Sommer ja jetzt kommen. Ne? Danke, dass du bei uns warst. Danke, dass du uns so viel gezeigt hast. Ne? Ein kleiner Ausschnitt aus unserem Repertoire. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen Interesse geweckt und unseren Expertenstatus darstellen können. Wer Bedarf hat, Fragen hat, gerne an uns wenden. Sie finden uns in Greven, direkt an der Saarbecker Straße. Für uns immer besonders gut gelegen mittlerweile ist der Wertstoffhof ein Stückchen weiter. Alle Leute, die lästiges Schnittgut immer wegbringen müssen am Samstag, die fahren bei uns vorbei und denken dann, ja, jetzt so langsam überlegst du dir mal, das Schnittgut wegbringen, bist du leid und gehst mal rein und kaufst dir doch ein Mehr. Genau, vielleicht überlegen Sie sich das auch mal. Danke. Bitte.